Dann schönen guten Tag, herzlich willkommen an alle Eintracht-Fans, die uns zusehen und natürlich auch an die anwesenden Medienvertreter zur Pressekonferenz vor unserem Spiel bei Borussia Dortmund. Auswärtsspiel am Samstag 15:30 live bei Sky und bei eintracht.fm dann auch zu hören. Begrüße unseren Cheftrainer Adi Hütter. Adi, herzlich willkommen. Hallo. Und dann gehen wir in die virtuelle Pressekonferenz, wobei die Frage aller Fragen, die werde ich zuerst stellen. Es gibt wieder Gerüchte um deine Person, was ist dazu zu sagen? Ja, ich möchte auch an dieser Stelle einfach mal klarstellen, dass ich auch jetzt nicht ständig Lust habe, immer irgendwas, was in der Zeitung mal steht oder Gerüchte oder Spekulationen, das möchte ich einfach nicht, sondern ich kann nur das wiederholen, was ich schon vor Wochen gesagt habe und das für mich das Allerwichtigste ist, dass wir gemeinsam ganz ein großes Ziel haben, dass wir hier um etwas spielen, wo Eintracht Frankfurt noch nie erreicht hat und das ist eine schwere Aufgabe und dieses Monat April habe ich auch schon nochmal gesagt, das ist für mich aktuell das absolut Wichtigste. Julian Franzke mit der ersten Frage vom Kicker. Hütter, grüße Sie. Ich muss jetzt natürlich nochmal in der Sache nachfragen, weil auch ich zumindest gehört habe, dass es vor vielen Wochen im Februar wohl schon lose Gespräche, losen Austausch mit Gladbach gab und sich alle Leute natürlich trotzdem draußen die Frage stellen, ob das für Sie eine interessante Sache sein könnte oder möglicherweise auch ein Wechsel zum ganz anderen Verein oder ob Sie, Sie haben das ja vor einigen Wochen bei Sky schon mal getan, auch heute guten Gewissens wieder so deutlich sagen könnten, ich bleibe über die Saison hinaus. Ich kann bestätigen, dass ich das, was ich mal gesagt habe, dass ich auch dazu stehe und deswegen ja, möchte ich jetzt auch gar nicht jedes Mal und vielleicht auch, ich bitte auch die anderen Journalisten, ihr könnt nochmal die ganze Zeit um meine Person fragen, aber ich glaube, es ist schon viel, viel wichtiger, dass wir am Samstag ein sehr wichtiges Bundesligaspiel haben, dass wir einen sehr, sehr wichtigen Monat April haben. Ich möchte trotz allem, dass wir versuchen, in der Richtung auch zu bleiben und was ich weiß, ist ja Xabi Alonso Trainer und deswegen ja, hat sich dann auch wieder nicht bestätigt. Deswegen soll ich jetzt jeden zweiten, dritten Tag mich hier hinstellen und irgendwas kommentieren oder dementieren oder sonst irgendwas. Ich bin 100% fokussiert jetzt auf unsere Aufgabe. Benjamin Heinrich, Fußball-News. Ja, hallo Herr Hütter, dann sage ich doch einfach mal zu Samstag. Borussia Danke. Borussia Mönchengladbach tatsächlich lustigerweise zu den beiden Clubs, gegen die sie in der Bundesliga noch nicht gewonnen haben. Warum wird sich das im Laufe dieser Saison ändern? Ja, manchmal macht man sich auch Gedanken und sagt, also ich mir als Trainer, gegen welche Mannschaften haben wir denn noch nicht gewonnen? Und wie gesagt, das ist jetzt der kommende Gegner Borussia Dortmund. Wichtig ist jetzt vorab einmal, dass alle Nationalspieler wieder gesund retour kommen. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Auch wichtig, dass wir haben ja auch heute wieder den Corona-Test, dass auch alle negativ sind, dass wir da keine Spieler haben, die vielleicht möglicherweise ausfallen. Es geht, glaube ich, allen Bundesliga-Clubs so, wenn die Nationalspieler, die viel unterwegs waren, zurückkommen. Das ist mir jetzt einmal primär das Wichtigste und dass alle gesund sind. Und wir wissen natürlich oder sind uns bewusst der Aufgabe am Wochenende in Dortmund, dass eine Mannschaft auf uns trifft, die ja in die Champions League eigentlich kommen muss. Und wir einfach auch zeigen wollen, dass wir dorthin wollen. Und wenn wir gut spielen, auch können. Aber uns ist die Aufgabe am Wochenende absolut bewusst. Julian Franzke. Herr Hütter, zwei personelle Fragen. Zum einen Martin Hinteregger, da hatte Sportdirektor Bruno Hübner zumindest noch so eine klitzekleine Hoffnung geäußert, dass es vielleicht reichen könnte für Samstag. Ist denn geplant, dass er mal einen Trainingsanlauf unternimmt im Mannschaftstraining? Oder ist das im Grunde ein hoffnungsloses Unterfangen, weil man kein Risiko eingehen will? Und zweite Frage, Erik Durm, jetzt nach den Eindrücken unter der Woche, ist er wieder so weit hergestellt, dass er am Samstag von Beginn an spielen könnte? Zu der ersten Personale, Martin Hinteregger, kann ich auch heute schon bestätigen, dass er sicher nicht spielen wird am Wochenende in Dortmund. Hat auch noch nicht mit der Mannschaft trainiert, ist in der Reha. Und es wird auch ein Wettlauf mit der Zeit für das nächste Heimspiel gegen Wolfsburg dann. Aber wir müssen einfach auch, oder wir dürfen kein Risiko eingehen. Deswegen, das kann ich klar bestätigen, dass er nicht spielen wird am Samstag gegen Dortmund. Und bei Erik Durm ist es so, dass er die Woche jetzt schon mit der Mannschaft mittrainiert hat. Ich möchte mir natürlich das Training heute noch genau anschauen, morgen. Und lass mir jetzt auch, wie gesagt, diese knapp 72 Stunden Zeit, um dann schlussendlich zu entscheiden, wer auf der rechten Seite spielen wird.
Sonja Pahl, Hitradio FFH. Quasi so eine zweigeteilte Frage. Zum einen, inwieweit empfinden Sie das denn auch als fieses Störfeuer, was dann jetzt gerade über die anderen Medien da zum Teil gespielt wird, gerade in so einer entscheidenden Phase der Saison? Deswegen sitze ich auch hier und gebe Rede und Antwort. Mich persönlich stört das jetzt überhaupt nicht. Für mich ist es ja kein Störfeuer. Wir haben, glaube ich, nachdem das in der Zeitung gestanden mit Freddy Bobic, haben wir, glaube ich, auch sehr, sehr gut reagiert als Mannschaft. Wir haben das auch klar angesprochen gehabt. Und ich muss dann immer wieder gewisse Geschichten hervorrufen. André Silva, ich weiß nicht, wo der schon überall spielt, bei Atletico, bei Barcelona und so weiter. Er spielt immer noch hier. Manche Spieler würden vor allem keine Leistung mehr bringen. André Silva zeigt trotzdem Leistung, schießt Tore, ist unbekümmert, denkt jetzt gar nicht, was im Sommer ist, sondern es geht jetzt ausschließlich um diese Saison. Wir sind einen unglaublich langen, harten Weg gegangen, auch in der Pandemiezeit, und stehen jetzt nach 26 Runden auf Platz 4. Und da kämpfen wir alle darum, dass wir es schaffen, da weiterhin zu bleiben, und da müssen wir, sage ich jetzt mal, die Leistungen bringen und auch den Fokus klar dahin richten, und deswegen, das ist das, was uns alle, glaube ich, am meisten interessiert. Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herr Hütter, schönen guten Tag. Guten Tag. Dieses Spiel in Dortmund als Entree in einen Monat der Wahrheit, von dem Sie gesprochen haben, ist es mehr als ein Richtungszeig, oder wie gehen Sie es an? Bruno Hübner hat uns vor 2 Tagen gesagt, wir spielen auch dort auf Sieg, weil auf Unentschieden und dann den Abstand zu wahren, auf Unentschieden zu spielen, das hat sich noch nie ausgezahlt. Wenn man das immer vorher wissen würde, wie es dann schlussendlich ausgeht, ich glaube, es ist immer wichtig zu wissen oder in ein Spiel zu gehen, das ist immer meine Ausrichtung, auch wenn wir gegen die Besten spielen, versuche ich einfach die Chance zu nutzen, wie kann man ein Spiel gewinnen. Es hängt von vielen Faktoren ab, Spielverlauf, gewisse Entscheidungen, dass es einem Spiel möglicherweise eine Richtung gibt. Aber natürlich wollen wir versuchen, dort auf Sieg zu spielen. Es ist eine sehr große Chance, einen sehr starken Gegner vielleicht noch mehr auf Distanz zu halten, wenn es zum Schluss ein Punkt wird. Und es ist ein gerechtes Unentschieden. Wir haben gut gespielt, wir gewinnen oder unentschieden, wir können punkten. Ist es super. Wenn wir schlecht spielen, nehmen wir einen Punkt mit, bin ich auch happy. Fakt ist, dass wir nach diesem Spiel auch weiterhin auf Platz 4 bleiben. Das ist das, was positiv ist. Nochmal, Druck liegt ganz klar bei Borussia Dortmund und nicht bei Eintracht Frankfurt. Daniel Schmidt, Frankfurter Rundschau. Ja, hallo. Hallo. Konkret gefragt, wie kann Stefan Ilsanker Erling Haaland ausschalten im direkten Duell am Wochenende? Wie geht das gegen so einen Mann? Wenn Sie die Aufstellung schon wissen, ist super. Stefan Ilsanker wurde gestern ausgetauscht. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Die sind alle am Weg hierher, beziehungsweise sind schon da. Wenn er spielen sollte, ist natürlich eine Riesenaufgabe. Alleine schafft es niemand gegen Erling Haaland. Und man muss auch schauen, ob Erling Haaland überhaupt spielt. Hat jetzt auch die kompletten Länderspiele absolviert. Deswegen, ich weiß noch nicht, wie Dortmund auflaufen wird. Dortmund wird wahrscheinlich auch nicht wissen, wie wir auflaufen werden. Haben natürlich ein bisschen einfacher, weil sie wissen, dass Martin Hinteregger nicht spielt, dass Makoto Hasebe gesperrt ist und alle davon ausgehen. Ich finde, dass es gegen Leipzig super gemacht hat, aber Erling Haaland kannst du alleine nicht verteidigen. Für das ist er zu stark. Ann-Kathrin Rose vom Hessischen Rundfunk. Ja, hallo Herr Hütter. Ich würde trotzdem gerne noch mal nachfragen wollen, weil Sie eben ja auch die Fälle angesprochen haben. Sie haben gesagt, der Verein, Sie alle haben gut reagiert im Fall Bobic. Sie haben auch andere Beispiele erwähnt, die am Ende alle nicht eintrafen. Können Sie sich denn trotzdem oder können Sie trotzdem nachvollziehen, dass gerade eine gewisse Unruhe entsteht, vor allen Dingen bei den Fans, die ja in den vergangenen Jahren auch Erfahrungen mit dieser Art der Gerüchte gemacht haben? Ich kann viele, viele Dinge auch verstehen, das muss man ja klar sagen, wenn irgendwas in der Zeitung steht, manchmal glaubt man auch zu viel, was drinnen steht, das ist ja eben nicht immer bestätigt, das muss man auch klar sagen, und dass sich die Leute gewisse Gedanken machen, verstehe ich natürlich zu 100%.
Aber ich möchte auch darum bitten, dass wir auch jetzt versuchen, so eine Ruhe intern auch zu haben, dass wir uns aufs Wesentliche konzentrieren. Und das ist schon jetzt der 8 Runden vor Schluss, was die Zukunft betrifft, in der Bundesliga oder vielleicht mögliche Champions League, Europa League. Die Chance haben wir. Und nochmal, wir sind alles Profis und wir können das sehr wohl unterscheiden. Ich verstehe auf der einen Seite eine gewisse Unruhe, auf der anderen Seite sehen wir aber auch das, was zum Erreichen ist. Und das ist mir das Allerwichtigste. Benjamin Heinrich. Ja, Hütte, Armin Younes hat ja jetzt sein Comeback bei der deutschen Nationalmannschaft gegeben, kam auch in 3 Spielen zum Einsatz, in allen 3. In den ersten 2 nicht so lange, hat man nicht ganz so verstanden. Jetzt im letzten kam er komischerweise so ein bisschen in dieser Kostic-Rolle zum Einsatz. Hatten Sie im Vorfeld Kontakt zu Joachim Löw? Gab es da Gespräche? Und wie haben Sie Armin Younes in den 3 Spielen gesehen? Zuerst einmal freut es mich, dass er 3 Einsätze gehabt hat, wobei die ersten 2 ja wirklich relativ kurz waren. Und jetzt das Spiel gegen Nordmazedon habe ich parallel ein bisschen mir angeschaut, weil ich auch natürlich unsere Österreicher, die auch eine sehr empfindliche 0-4-Niederlage einstecken mussten. Und natürlich über das Spiel gestern der deutschen Nationalmannschaft mit diesem Ergebnis ist es natürlich, auch nicht einfach, auch für Armin Younes. Ich habe ihn gerade vor dem Gang getroffen. Er ist trotzdem happy, dass er spielen konnte, dass er jetzt wieder da ist und so weiter. Er hat seine Sache sehr ordentlich gemacht. Nur, wenn Sie von der Filip Kostic-Position sprechen, wir sprechen auch von der deutschen Nationalmannschaft zu Hause gegen Nordmazedonien, wo du fast nur in der gegnerischen Hälfte drinnen bist, wo er keine weiten Wege zurück hat. Oder du spielst mit Eintracht Frankfurt auswärts gegen Borussia Dortmund oder in Gladbach oder gegen Bayer Leverkusen. Und Armin Younes muss auf dieser Position spielen. Deswegen muss man das dann schon komplett unterscheiden. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, falls uns alle, dass Armin Younes den Weg zurück in die Nationalmannschaft gefunden hat, habe ich aber jetzt im Vorfeld nicht mit Jogi Löw gesprochen. Deutschland und Österreich parallel, war ein super Fernsehabend. Sonja Pahl, bitte. Ja, auf den hoffen alle Fans natürlich am Samstag auch auf einen super Fernsehnachmittag, dann mit einem Sieg der Eintracht. Es wäre ja endlich mal einer in Dortmund. Inwieweit müssen Sie denn da die Möhre vielleicht vor der Nase auch halten, dass Ihre Spieler das dann jetzt hinkriegen? Man muss, glaube ich, immer wieder auch unterscheiden, gegen wen wir spielen. Wenn Dortmund einen Sterntag hat, wird schwer, das wissen wir. Fakt ist einmal, dass wir einen sehr, sehr guten Tag brauchen, dass alle Räte ineinander passen müssen, dass wir gut verteidigen müssen. Es gibt ja nicht nur Erling Haaland dort, der die Tore machen kann. Es gibt genug andere Spieler, die sehr, sehr torgefährlich sind. Die sind auch bei Standardsituationen sehr, sehr gut, haben viel Erfahrung, haben viel Klasse. Aber mir ist es sehr, sehr wichtig, was unsere Mannschaft zeigt, dass wir auch mit Selbstvertrauen in diese Partie gehen, dass man auch sehen kann und dass wir es zeigen, dass wir dieses Spiel auch gewinnen wollen, dass wir unter den ersten 4 bleiben wollen. Werden wir natürlich auch logischerweise nach dem Spiel. Aber dass wir auch da mutig Fußball spielen mit dem Wissen, dass Borussia Dortmund auch zu seinen Chancen kommen wird. Wir haben mit Kevin Trapp jetzt auch momentan einen Tormann, der in einer sehr, sehr guten Verfassung ist, der natürlich auch sehr, sehr wichtig sein wird in diesem Spiel. Wie gesagt, auf der einen Seite Gegner stark, auf der anderen Seite interessiert mich, was wir spielen. Peppi Schmidt. Grüßen Sie, Herr Hütter, ganz kurz. Hallo. Doppelten Fernsehabend. Der Ilsanger ist ja ausgewechselt worden, hatten Sie eben auch gesagt. Lag das an einer Verletzung? War da für Sie was ersichtlich in dem Fernsehbericht oder war das auch taktisch bedingt? Nach meinen Informationen geht es ihm gut. Er wurde jetzt nicht durch die Verletzung ausgetauscht, aber wenn du in Rückstand liegst zu Hause gegen Dänemark und du bist ein defensiver Mittelfeldspieler, dass Franco Foda sich dann entscheidet für eine offensivere Variante, dass ihn dann austauscht, ist für mich absolut nachvollziehbar und hat jetzt mit dem Foulspiel nichts zu tun gehabt. Julian Franzke. Wieder mal eine Nachfrage zur Situation im Sturm. Zuletzt haben Sie ja mit 2 Spitzen spielen lassen. Jetzt hat sich Wagner Ache verletzt, droht wahrscheinlich die Saison aus. So dass Sie ja, wenn Sie jetzt wieder mit 2 spielen würden, keinen auf der Bank haben zum Nachlegen. Wie sehen da Ihre Überlegungen aus? Und daran anknüpfend auch die Frage, ob das in Dortmund überhaupt denkbar ist, mit 2 Spitzen zu spielen oder man sagen müsste, das wäre viel zu offensiv gegen so eine Spitzenmannschaft. Zuerst zu den zur Geschichte mit 2 Spitzen. Natürlich ist es sehr, sehr mutig. Wir dürfen uns, denke ich, jetzt nicht
nur auf das fokussieren oder die Aussagen nach außen tätigen, dass wir sagen, wenn wir mit zwei Spitzen spielen, spielen wir nur offensiv, können aber nicht nach hinten arbeiten. Wenn wir mit einer Spitze spielen und zwei Zehner, dann sind wir defensiv stabiler. Es funktionieren beide Möglichkeiten, beide Variationen mit zwei Spitze, einer Zehn bzw. einer Spitze, zwei Zehner, glaube ich, geht genauso, dass man dann defensiv auch gut arbeitet. Und deswegen lasse ich mich das natürlich auf alle Fälle noch hoffen. Das andere Thema ist natürlich auch ein absolutes Drama, muss ich ganz klar sagen, dass ein junger Spieler wie Ragnar Ache, der zu uns gewechselt ist, dann operiert werden musste, schon kommt zurück, hat sich richtig gut zurückgefightet, hat seine Einsatzminuten bekommen im Training schon sehr gut, sehr auffällig und muss jetzt wieder diese Saison passen. Das ist schon etwas, wo ich sage, dass das tut auch einem Trainer sehr, sehr weh im Herzen, wenn so ein junger Spieler, der am Weg nach oben ist, wieder zurückgeworfen wird. Das sind Geschichten, die einem auch berühren, das muss man klar sagen. Aber auf der anderen Seite muss ich mich jetzt auf das Spiel auch am Samstag konzentrieren gegen Borussia Dortmund. Und wie gesagt, das lasse ich mir in offen, ob wir mit zwei Spitzen oder mit einer Spitze spielen. Benjamin Heinrich. Ja, Herr Hütter, Bruno Hubner hat am Dienstag auch über André Silva gesprochen und da gab es so zwei Kernaussagen. Die eine war, ohne Champions League ist so ein Spieler schwer zu halten. Die andere war, dass André Silva auch durchaus wüsste, was er der Eintracht zu verdanken hat. Zum einen die Frage, wie viel Dankbarkeit gibt es in dem Business noch tatsächlich bei Spielern? Und die andere Frage, haben Sie das Gefühl, dass aktuell vielleicht auch bei der Eintracht eine Mannschaft zusammenwächst, die auch einfach Lust hat, über vielleicht ein paar Jahre zusammenzuspielen und dass da vielleicht auch bei den Leistungsträgern im Sommer eigentlich gar keiner Lust hat, wegzugehen? Ich denke sehr wohl, dass bei solchen Spitzenspielern auch immer das ausschlaggebend ist, wo man schlussendlich spielt. International ist natürlich für Spieler, die im Nationalteam auch spielen, sehr, sehr wichtig. Champions League ist natürlich das absolute Nonplusultra. Dann stehen die Chancen natürlich bei André Silva sicher viel größer oder sind größer. Und deswegen, aber er ist einfach Profi, er lässt sich auch nicht in die Karten blicken, er ist 100% fokussiert auf die Spiele, will viele Tore machen, dass er der Mannschaft helfen kann, dem Verein helfen kann. Und ich weiß nicht, was André Silva im Sommer macht, ob es Möglichkeiten gibt. Es wird sicherlich bei so vielen Toren Möglichkeiten geben. Das ist immer die Frage der Wirtschaftlichkeit, möchte der Spieler weg und so weiter. Was heißt denn Dankbarkeit? Ich meine, André Silva, in diesen vielen Spielen, die er für die Eintracht gemacht hat, hat er eine gewisse Dankbarkeit dem Verein zurückgegeben, dass er für das, was er geholt wurde, er hat sich auch mit seinen Leistungen auch schlussendlich bedankt, mit Toren, mit Punkten und so weiter. Es gibt eine Dankbarkeit im Fußball, aber jeder kennt den Fußball und wenn Spitzenspieler Möglichkeit haben, zu einem Top-Verein zu gehen oder woanders hinzugehen, wo sie sagen, das ist der nächste Schritt, ja, dann ist es einfach so, aber Fakt ist, oder was gut ist, gehört einmal uns. Und das ist immer schon, finde ich, eine gute Sache. Christopher Michel, Sport 1. Hallo, guten Tag. Ich möchte nochmal an Julian Franzke anschließen mit dem System, mit der Doppelspitze. Sie sagten ja, Sie hoffen sehr, dass zum Endspurt hinaus Luka Jovic so zünden und helfen kann, dass Sie ihn dahin bringen. Haben Sie jetzt denn das Gefühl bei ihm, dass Sie ihn schon auf dem Level langsam sehen, wo Sie ihn sich auch Anfang April, Ende März erhofft haben? Nein, immer noch nicht ganz. Deswegen hätte ich mir jetzt natürlich auch gewünscht, in der Länderspielpause, dass ich vielleicht mit der Mannschaft trainiert habe. Es tut jeder Bundesliga-Trainer, hat jetzt nicht so viel Freude, wenn alle Spieler weg sind. Gerade in einer Phase, wo es jetzt sehr, sehr wichtig wäre, nicht nur für uns, sondern genauso wie die anderen auch. Luca hat jetzt auch in der Nationalmannschaft nicht wirklich viele Minuten auch gespielt. Ich weiß, dass er 100% ehrgeizig ist, dass er der Mannschaft helfen will. Ist auch schwierig zu sagen, wenn du nicht immer diese Einsatzminuten hast, die du brauchst. Aber ich finde schon, dass er gegen Union Berlin dann gezeigt hat, dass er gut mit André Silva vorne harmonieren kann. Er hat jetzt zwar kein Tor geschossen, aber ich finde, er war schon gut involviert in die Tore. Wenn wir jetzt das Tor Nummer 3 und Nummer 4 hernehmen, war er gut involviert. Luca ist ein super Spieler und ich wünsche mir natürlich, ob er jetzt von Anfang an spielt, reinkommt, dass einfach uns allen hilft, dass er sich selber auch belohnt für seine Entscheidung, dass er hierher kommt. Aber ich bin grundsätzlich mit Luca happy. Ich bin auch nicht ganz zufrieden, weil er jetzt in den letzten Spielen vielleicht zu wenig Torabschüsse gehabt hat bzw. auch keine Tore gemacht hat. Ingo Dostewitz, Frankfurter Rundschau. Herr Witter, da würde ich gerne noch kurz anknüpfen. Wir fanden, er hat gegen Union Berlin sehr gut angefangen, hat dann aber in der zweiten Halbzeit schon einen ziemlichen Einbruch
erlebt. So kam es uns zumindest vor, also körperlich. Gibt es denn so Spieler, die einfach länger brauchen, um fit zu werden? Weil er ist ja jetzt auch schon seit Januar da und jetzt ist der 1. April. Das stimmt. Deswegen mache ich jetzt auch keinen April-Scherz. Ich finde schon, dass man das auch so sehen kann, dass er vielleicht auch im Laufe des Spiels das körperliche Niveau nicht mehr so gehabt hat. Aber Luca war auch in der Zeit vorher, wo er schon da war, hat er auch immer wieder seine Minuten dabei gehabt oder am Ende des Spiels, wo ich ihn auch öfters mal rausgenommen habe, weil ich einfach auch gesehen habe, dass er 90 Minuten auf einem Top-Niveau nicht spielen kann. Das heißt, dass ich 90 Minuten marschiere. Muss man vielleicht auch nicht immer, wenn einer 70, 75 Minuten ein super Spiel, eine super Leistung bringt, uns hilft, dann ist es auch okay. Aber wir haben insgesamt, das muss man auch sagen, im Spiel gegen Union Berlin einfach in der zweiten Halbzeit nicht mehr das gezeigt, was ich mir vorstelle, was die Mannschaft auch spielen kann. Union hat es gut gemacht, aber wir haben auch viel zu wenig Entlastung nach vorne gehabt, auch nicht mehr nachgerückt, auch nicht so gut verteidigt, wie es sein muss. Da müssen wir uns unglaublich steigern gegenüber, also am Samstag steigern gegenüber dem Spiel gegen Union. Deswegen er ist noch nicht ganz top, kann auch nicht sein. Für das müsste jedes Spiel von Anfang an spielen, über einen längeren Zeitraum. Aber wie Sie es richtig gesehen haben, ich habe es auch so gesehen, dass er schon gut mitgespielt hat. Christopher Michel. Herr Hütter, Sie haben ja ungewöhnlich für Sie in kürzester Zeit sozusagen zwei gelbe Karten bekommen und man merkt dann auch, die Lunte wird ein bisschen kürzer, der Endspurt steht an, die Spannung steigt. Aber jetzt trotzdem, man hat ja auch mal 14 Tage Zeit, vielleicht mal den einen oder anderen Tag runterzukommen, zu reflektieren, mit welchem Gefühl mal in Ihr Inneres geblickt, gehen Sie denn in diesen Endspurt? Ist es jetzt die totale Anspannung oder ist es jetzt auch einfach Vorfreude, dass aus Fansicht gesehen oder aus Reporter-Sicht geile Wochen sozusagen anstehen? In erster Linie überwiegt natürlich die Freude auf die kommenden Aufgaben, auch auf die wirklich herausfordernden Aufgaben mit Dortmund, mit Gladbach, mit Wolfsburg, mit Leverkusen, mit Augsburg zu Hause. 5 Spiele in diesem Monat, gibt es 15 Punkte zum Erreichen und natürlich ein absolut anspruchsvolles Programm, dem wir uns natürlich stellen und wir gehen mit voller Freude da rein. Nochmal nach 26 Runden, wenn wir jetzt wieder einen 400-Meter-Lauf nehmen und 300 Meter sind wir eigentlich richtig gut unterwegs. Am Anfang haben wir ein bisschen gebraucht, bis der Motor ins Laufen gekommen ist. Jetzt sind wir wirklich vorne gut dabei. Wir wollen uns dort vorne auch festbeißen, festsetzen und da gilt ausschließlich mal in erster Linie die Freude, dass wir dabei sind, dass wir im Spitzenspiel, nicht nur Leipzig gegen Bayern, sondern auch Dortmund gegen Frankfurt, wo wir wieder dabei sind, da dürfen wir uns schon happy, oder dürfen wir happy sein und da sind wir auch und was meine gelben Karten betrifft, ja. Gefällt mir persönlich nicht, aber ich habe Ihnen immer wieder gesagt, Sie stellen mir oft hin, dass ich sehr seriös, sehr, sehr ruhig bin. Das bin ich nicht immer, das haben Sie jetzt auch gesehen. Ich habe natürlich auch meine Emotionen. Ich versuche natürlich auch immer alles zu verteidigen, was meine Mannschaft, was unseren Verein betrifft. Und da passieren natürlich Sachen. Natürlich bin ich jetzt nicht glücklich, dass ich 2 gelbe Karten bekommen habe. Als Trainer ist mir noch Vorbild. Aber auf der anderen Seite muss man auch mal verstehen, wenn man gewisse Entscheidungen, und da hat sich mehr oder weniger um das erste Tor abgespielt, gegen das Foul gegenüber Makoto Hasebe, das hat mich einfach wahnsinnig gestört und dann kommt das eine und andere noch dazu. Deswegen war das passiert. Aber ich werde versuchen, mich zu bessern, um ein besseres Vorbild auch zu sein an der Linie. Die Wasserflaschen haben wir schon weiter weggestellt. Benjamin Heinrich. Hätte noch mal ganz kurz den Blick auf Samstag. Was erwarten Sie denn da für ein Spiel? Kann man bei diesen Offensiven tatsächlich irgendwie auch einen Schlagabtausch erwarten? Liegt das Heil in der Offensive? Worauf wird es ankommen? Und wo sehen Sie vielleicht auch die Dortmunder so ein bisschen verwundbar? Ich glaube, man muss in beide Richtungen sehr, sehr gut arbeiten. Wir müssen natürlich sehr, sehr gut verteidigen. Wir dürfen ihnen auch nicht zu viel Platz lassen. Wenn wir jetzt nur denken, wir müssen auch immer ständig nach vorne spielen, hinten viel Raum lassen, dann ist natürlich genau das, was Nalan auch auszeichnet, der dann, wenn er Raum und Platz hat, weil sie natürlich auch eine gute Geschwindigkeit auch haben. Und wir dürfen uns aber auch auf der anderen Seite nicht zu viel hinten reindrängen lassen, wo der Gegner zu Abschüssen kommt, wo sie zu Standardsituationen kommen, weil sie auch da natürlich auch sehr gefährlich sind. Ich glaube, wir brauchen einen guten Mix zwischen selber hochaktiv zu sein, Gegner unter Druck zu setzen, aber auch als Mannschaft gut zu verteidigen. Natürlich hat auch jede Mannschaft ihre Problemzonen und die hat auch Dortmund.
prüft man dann Samstag 15:30 das 50. Mal, dass Eintracht in Dortmund spielt. Und vielleicht noch einen kleinen Fernsehtipp davor. Um 13 Uhr spielen die Eintracht Frauen im DFB-Pokal-Halbfinale gegen SC Freiburg. Gibt es beim HR im Stream. Und dann haben wir vielleicht dann auch einen angenehmen Fernsehnachmittag. Also in diesem Sinne. Und die wir nicht mehr sehen. Frohe Ostern wünschen wir natürlich auch von dieser Stelle. Ebenfalls. Dankeschön. Okay.